Na, habt ihr alle eure Eier zum Osternest, zum Osterfest gefunden? Echt ein Kracher. Na, wir wollen jetzt mal eine Runde gucken, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Wir haben hier ganz fein ein Osterei auf dem Thumbnail. Da sieht man es auch. Ei. Und wer seine Osternester gefunden hat, der wird feststellen, das ist keine permanente Installation. Osterschmuck insgesamt ist keine permanente Installation. Es gibt sehr kunstvolle Installationen für Osterschmuck. Zum Beispiel in Osterode auf dem Hauptmarkt gibt es das größte Osternest im Südharz. Der ehemalige oder der Steinbrunnen wird da dekoriert, zu einem Osternest umfunktioniert. Und das ist aber nur eine temporäre Installation. Das eignet sich nicht zu einem Wegpunkt. Aber wenn man so etwas Großes hat wie den Steinbrunnen in Osterode, der ja selber ein Wegpunkt ist, Stone Foundation heißt er. Dann kann man dort ein Foto hinzufügen, so als saisonales Foto, ähnlich wie mit einem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Der Marktplatz ist der Wegpunkt und Marktstände, Ausstellungen, Messen auf dem Marktplatz, Rummel, der Weihnachtsbaum, das sind alles vorübergehende Events, aber die kann man hinzufügen als Foto für das Portfolio auf Ingress. Und diese Fotos kann man up and down voten, hier auch je nach Event, dass das so ein bisschen aktualisiert ist dann, ne? Vor dem Hintergrund kein vergebenes Foto, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, nicht einreichen, sondern hinzufügen zu dem Wegpunkt, der sich dort ohnehin schon befindet, wenn dort einer ist. Generell gilt dabei, dass man natürlich Wegpunkte einreicht, die Treffpunkte sind und nicht durch einen Pokestopp oder Portal zu einem Treffpunkt werden. Das ist ein Punkt, den muss man halt einfach sehen, dass der auch bei Straßenschildern mit Zusatz eine Rolle spielt. Die sind schon von vornherein keine Treffpunkte, sind keine historischen Plaketten. Egal, was irgendjemand mal in den Ask Me Anything gesagt hat. Diese Ask Me Anything-Geschichten, da hat jemand etwas, eine Frage beantwortet, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Und vor diesem Hintergrund, da habe ich mich gerade verdrückt, ich wollte eigentlich dieses Bild zeigen. Oh. Da muss ich mit meiner Tastatur noch ein bisschen weiterarbeiten. Vor diesem Hintergrund keine Straßenschilder mit Zusatz einreichen, das bringt nichts, ne? Also ich lehne die ab, es gibt andere Leute, die nehmen die vielleicht an. Ich bin dagegen, weil man findet normalerweise in der Straße selber bessere Wegpunkte. Wenn da jemand benannt ist, Mozartstraße, Komponist von bis, dann sucht man sich das Haus raus in der Straße, in dem der Herr Mozart gewohnt hat und reicht das ein. Und wenn der Herr Mozart überhaupt gar nichts mit der Straße zu tun hat, nie dort gewesen ist, dann ist das alles nichts, ne? Wir gucken jetzt mal, dass wir hier unser Ding umbauen, damit wir nämlich hier mal ein bisschen wechseln können. Es gibt noch was anderes, so Wort zum Sonntagmäßig, was ich dann natürlich hier jetzt noch sagen möchte. Das ist nämlich hier bei den Ablehnungskriterien. Das sage ich mir am Anfang eines Videos ganz gerne immer noch mal. Der wichtigste Satz steht hier oben. Den müsste man eigentlich hervorheben, vielleicht auch farblich hervorheben, größere Schrift. Vorschläge und Änderungen können vollständig abgelehnt werden. Das Können ist sehr wichtig, weil Können ist weniger als Sollen und Können ist ganz, ganz viel weniger als Müssen. Das bedeutet, wenn Zulässigkeitskriterien gegeben sind, bitte selber lesen und selber Gedanken dazu machen und Akzeptanzkriterien gegeben sind. Auch selber lesen, selber Gedanken dazu machen. Auch das, was ich hier mache, ist keine Gesetzmäßigkeit. Das ist meine Ansicht. Ich stehe in keinem Kontakt zu Niantic. Das ist hier nicht unbedingt die Wahrheit. Ne? Also von daher kritisch denken, wenn man sich das hier anschaut. Dann kommen die Ablehnungskriterien. Das ist so eine Rückprüfung. Ne?
ob die Zulässigkeitskriterien und Akzeptanzkriterien von dem Einreichenden richtig erkannt worden sind. Da soll man wohlwollend prüfen können. Und das Wörtchen vollständig zeigt uns, dass in der Regel eine teilweise Ablehnung erfolgt, dass es also einfach weniger Sternchen gibt. Ne? Aber dass man dann trotzdem so ein bisschen durchguckt. Dann mit der Masse der Prüfer, es prüft ja nicht einer alleine, sondern ganz viele gemeinsam schauen sich das an. Die kommen dann mit so einer Gemengelage zu einem richtigen Ergebnis. Wenn ihr unterwegs seid oder wenn ihr jetzt zu dieser Zeit trinkt noch warme Getränke, ne? Die bringen uns nach vorne. Und nachdem wir jetzt nochmal das alles so weiter besprochen haben, steigen wir in die Bewertung ein. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele, wo ich jetzt starte. Ich glaube, bei 45 waren wir stehen geblieben. Und da haben wir ein kleines Bäumchen. Das ist ja schon mal ein ganz toller Wegpunkt. Wildapfelbaum des Jahres 2000 gestattet, der Ortsteil anlässlich zum 5. Das ist ja mal ein tolles Geschäft. Also pflanzt mehr Bäume. Ne? Und hier müssen wir aber erstmal gucken, haben wir denn in dieser Region schon irgendetwas in diesem Bereich, wo man sagen könnte, dass wir hier nicht ein Duplikat produzieren? Haben wir nicht historisch-kulturelle Bedeutung? Das ist immer sehr nett, wenn man diese Bäume dann, nachdem dann noch ein bisschen größer geworden ist, dann halt auch so ein bisschen erkennen kann, wenn man da vorbeigeht. Diese Informationstafeln, die ist jetzt nicht allzu umfangreich. Wenn man da vorbeigeht und man liest sie einmal, kann man sich nicht dagegen wehren, dass man so ein bisschen was erfährt. Man lernt durch Wiederholung, also einfach sich nochmal antun. Und hier haben wir das Problem, Street View. Haben wir nicht. Wir sehen einen gepflanzten Baum. Und jetzt müssen wir nach Schuppen suchen. Hier ist ein Tor. Das ist ein Bolzplatz. Hügel, eine Garage. Und da hinten kommt Bebauung und da ist eine Bank. Wir sehen ein Tor, eine Bank. Und dieses Bäumchen, das ist wie fotografiert, das steht wahrscheinlich eher auf dieser Seite irgendwo. Was bist du denn? Spielplatz, Bolzplatz. Nochmal zeigen. Hier führt so ein, hier ist so ein Schamottiweg, ne? Hier ist befahren. Der Baum steht auf dieser Seite irgendwo. Es ist befahren. Wir sehen eine Bank auf dem Foto weiter hinten. Ich hätte jetzt normalerweise gesagt, er steht eher hier in diesem Bereich. Aber er steht umrundet von dem Fahrdingen. Das ist wahrscheinlich jenes Gebilde. Das ist auf der anderen Straßenseite wenigstens. Wenigstens auf der anderen Straßenseite. Und dann machen wir hier einfach Hinweis, Hinweisschild. Zack, absenden. Ich glaube, ich hatte den sogar schon mal, damit wir da gucken können, ob der dann auch irgendwie zur Entstehung gelangt. Historisches Gemeindehaus. Ist es ein Gemeindehaus? Sehen wir da irgendwas? Wir sehen da ein Häuschen. Das steht wahrscheinlich in einer Gemeinde, also im Rudel mit anderen Gebäuden, aber das macht es ja nicht zu einem Gemeindehaus, dass es da irgendwie für eine religiöse Gemeinschaft oder für eine weltliche Gemeinschaft irgendwie so ein Zentrum ist. Das sieht auch sehr, sehr zu aus, als das Foto da so entstanden ist. Ich glaube, das ist einfach nur ein Gebäude. Wir haben hier nämlich keinen Nachweis. Und das müssen wir auch nicht. Wir müssen keine Recherche machen. Wir machen dann hier keinen Nachweis. Einfach ein Haus. Und dann gibt es hier eine Ablehnung. Weil das muss schon vorhanden sein. Der Wegpunkt muss schon vorhanden sein. Was bist du? Wesertal. Ein Stromkästchenhaus. Da fragen sich die Leute, warum Hochbehälter und keine Stromkästchen? Die Stromkästchen oder Stromhäuser gibt es viel häufiger als zum Beispiel Hochbehälter. Hochbehälter, Trinkwasserschutz ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber das ist einfach nur ein Trafohaus. Egal, das schicken wir so ab. Viel Spaß damit. Das liest sowieso keiner, schätze ich einfach mal. Ne? Deswegen werden wir da halt einfach mal schauen. Anno 1903, Papyrus, Fensterverzierung Anno 1903 in Form eines Papyrus 1903. So eine kleine Stuckarbeit. Ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Fassadenreiniger. Setzt sich hier fort, findet sich hier wieder. Ist nicht einzigartig. Mit dem Stuck sollte man höchst zurückhaltend sein, weil wir sehen hier in der Straße ganz, 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 ganz viel Stuck.
der sich da immer wiederholt, ne? Auch die Fassade nach oben hinweg wiederholt er sich ständig. Hier dieses Haus ist sogar relativ schmucklos. Bei Stuck würde ich fast sagen, wenn es denn gewichtiger Stuck ist, dann sollte das die gesamte Fassade eingereicht werden und nicht so ein Fitzelchen. Ich lasse das mal weg, weil das ich überspringe das, weil ich von Stuck und solchen Verzierungen zu wenig Ahnung habe. Ich würde es ansonsten komplett als profan ablehnen. Das ist auch so eine Geschichte. Ist es denn ein Treffpunkt, bevor dort ein Wegpunkt entsteht? Bei gewichtigem Stuck, zu dem man bei im Rahmen einer thematischen Stadtführung etwas sagen kann, wäre ein Treffpunkt gegeben. Wenn es einfach nur Schmodder ist, der an die Fassade geschmiert wurde und man hinterher sagt, das ist Stuck und da gehen die Leute dran vorbei und keiner interessiert sich dafür, auch so, es hat kein kulturelles Gewicht, würde bei einer Stadtführung nicht erwähnt werden, nicht mal als Negativbeispiel, dann ist es nix. Und das ist hier mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nix. Das Foto ist auch eine Nachtaufnahme. Ich würde das, also ich wohlwollend übersprungen, sage ich mal, das überlassen wir anderen. Ne? Dann haben wir hier Charlottes Eiche 2004. Hat Charlotte ein Bäumchen? Das ist doch wie eine, wie so, wie heißt denn das? Das ist so ähnlich wie eine. Wie dieses Wolfsburg-Bäumchen. Die Frage ist, wo hat dann der Opa oder der Papa das Bäumchen gepflanzt? Das ist in einer Böschung. Hier liegt ein Steinchen dahinter, hast du ein Fältchen. Und hier haben wir uns einfach nur zur Seite gedrehtchen, damit wir das auch ja nicht vernünftig verorten können. Aber wir sehen, dass die Straße hier sich hier fahren die Autos schon immer weiter in Richtung Böschung. Das ist also direkt an der Kante. Das Bäumchen steht da. Und dann verschieben wir das auch direkt dahin, mehr näher zu dem Schildchen mit Charlotte, weil wir dann an dieser Stelle, du bist ein Denkmal, ein Denkmal, ist ein Außenbereichswegpunkt, der natürlich zu schönen Aktivitäten anregt. Und hier geht die Straße runter, da ist die Hauptstraße, in Main-Bressen, da gehst du da runter, hier das Schild nochmal ganz kurz, da können wir nicht genau sehen, da macht die Straße möglicherweise noch ein Knickchen. Lassen wir so. Ne? Okay, wir sind jetzt wenig Ehre bislang gewesen, aber wir haben immerhin auch Dinge annehmen können. Niedersachsen Pferd, Wappenschnitzerei am Pferdehof. Gucken wir mal nach. Hier haben wir die Situation, die typisch ist für Wayfarer und die Sightseeing-Spiele von Niantic. Wir brauchen einen virtuellen Punkt in einem sicheren Bereich. Das ist hier dieser Fußgängerbereich. Der muss für Fußgänger sicher zu betreten sein. Das ist wie im Louvre. Dann hast du hier das schöne Gemälde mit dem Hottemaxchen, ne? Das die Leute betrachten sollen. Dass man das hier jetzt vielleicht ein bisschen schattig sieht, das macht gar nichts. An sonnigen Tagen kann man da schön unterwegs sein. Dann können die Leute hier eine also Prognose, ununterbrochene, immer vorhandene Sichtlinie haben. Und das ist genauso wie beim Louvre. Hier beim Louvre ist möglicherweise ein Seil gespannt, dass man nicht zur Mona Lisa hinläuft. Und hier ist eine Einfriedung, da geht man auch nicht hin. Das heißt, man steht hier, guckt und dort ist das Objekt und das ist absolut unproblematisch so anzunehmen. Der sichere Zugang für Fußgänger aus den Kriterien bezieht sich auf die Projektion des virtuellen Punktes in die Realität, damit die Ingress-Spieler diesen Punkt betreten können, um die Mods im Inneren des Portals mit Ultra Strikes bespielen zu können. Das ist alles dieser Pöppel, den wir dann gleich auf der Karte sehen, der rote Pöppel, der grün wird, wenn man ihn verschiebt. Der muss in einem Bereich sein, wo Fußgänger, vielleicht auch eine kleine Gruppe, sicher stehen können, um das Portal zu bespielen. Das ist die ganze Kunst. Und das hier ist ein bisschen milchig, das Foto, aber da kommen Leute, die noch ansprechendere Fotos machen und das besser in Szene setzen. Der schlechteste Wegpunkt ist der, der nicht zur Entstehung gelangt. Und auch bei dem Bearbeiten vertrete ich die Ansicht, dass wir beachten möchten, dass hier ist das Hottemaxchen an der Scheune befestigt. Hier ist so dieser Fußgängerbereich. Der Pöppel ist hier noch mitten auf der Straße, obere Dorfstraße. Da kommt wahrscheinlich
selten ein Auto vorbei. Stellen wir trotzdem hier auf diesen Bereich, wo man sicher stehen kann. Und wir haben hier ein Wandbild von einem Hottemaxi-Lino, das wir dann halt auch so durchwinken wollen. Und man sieht bei diesen Fotos, ne, ich habe nichts gegen eine künstlerisch ansprechende Bearbeitung, weil das macht die Gegend interessant und lädt zum Entdecken ein. Das, was in den Kriterien, die Kriterien oder die auch die Wayfarer-Oberfläche, die ist zum Teil dilettantisch erstellt. Und vor diesem Hintergrund soll man natürlich auch mit Snapseed Sachen zurechtzerren können, ein bisschen in Szene setzen können. Meiner Ansicht nach, das gehört für mich zu Photography Skills. Ne? Fotografieren bedeutet nicht einfach nur hingehen und auslösen, sondern dann halt auch nachträgliche Widmungsakte beim Bearbeiten des Fotos, ne, wo dann eigentlich tatsächlich manchmal auch erst eine ganz neue Abbildung aus der Gemengelage, die man beim Abdrücken, beim Auslösen entsteht. Ne, also von daher ist das ein bisschen irreführend formuliert. Ich finde es schlecht, ehrlich gesagt. Ne? Wir gehen dann hier auf Absenden. Viel Spaß mit dem neuen Wegpunkt. Wenn ihr hustet, hustet in die Armbeuge. Gewöhnt euch das echt an. Das ist viel besser als in die Faust oder in die Hand vor den Mund oder so. In die Armbeuge, weil man verteilt dann, wenn man irgendwas anfasst, irgendwelche Bazillen, Viren, Bakterien nicht in der Umgebung. Achtet auf allgemeine Hygiene. Tragt einen Mund-Nasen-Schutz, wenn ihr draußen unterwegs seid. Und wir gucken dann, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und ich finde übrigens, solange das Wetter unstet ist, warme Getränke sind durchaus ein Balsam. Hier hast du rekonstruiert 2005. Das ist ein Denkmal, weil es die Leute daran erinnert. Geht pfleglich mit eurer Umgebung um. Hier siehst du den Pöppelchen. Können wir also so schon mal sagen. Wir gucken mal, wo der Pöppel in der Realität steht. Nicht, dass er im Wasser ist. Ist er nicht. Okay. Ich denke, dass das der Fußweg ist, weil wir da einzelne Leute sogar erkennen können. Das ist ein Denkmal. Geht pfleglich mit eurer Umgebung um und kümmert euch auch darum, dass Sachen erhalten bleiben für nachfolgende Generationen und auch für euch natürlich zum Verbrauch bei der Nutzung. Ist von daher auch sehr, ein sehr schöner Wegpunkt. Man muss hier bei diesem Wohlwollen prüfen halt auch immer überlegen, die Leute wollen ihre Umgebung so. Das ist ein Kleinod, welches man leicht übersieht. Ich halte nicht viel von diesen Holzschnitzereien, weil die eine geringe Lebenserwartung haben, wenn die nicht gepflegt werden. Vor dem Hintergrund müssen wir hier schauen, ob Street View dabei ist. Weil wir haben hier zwar einmal, das ist sehr schön fotografiert, aber an dieser Stelle sehen wir nur Wood. Wir sehen, dass es fest installiert ist, weil es aus dem Stumpf geschnitzt worden ist. Das müsste man echt absägen, um es mitzunehmen. Das heißt, es bleibt da stehen. Ne? Wir haben hier oben eine Parkfläche, die wir sehen. Das heißt, es ist tatsächlich einfach nur ein bisschen abseits im Wald. Da kann man hingehen. Hier sieht man auch so einen ausgelatschten Pfad. Der spricht da so ein bisschen. Hier ist ein Hegeweg. Hier scheinen Parkgelegenheiten zu sein an dieser Stelle. Ich mache mal 3 Sterne an dieser Stelle. Du bist eine Holzschnitzerei. Auch bei Holzschnitzereien, obwohl ich da kritisch drüber nach, also denke, drüber denke, sieht es halt so aus, jemand möchte am Ort dieses Eichhörnchen als Kleinod, welches man sonst häufig übersieht, auf der Spieloberfläche haben. Und vor dem Hintergrund, bitteschön. Ne? Wir müssen übrigens daran denken, ich zeige, da hast du jetzt bemalter Baucontainer. Ja, wurde von der Gemeinde für Jugendzentrum Holle gesponsert. Stimmt das? Hier hast du Chill. Chill ist eigentlich ein Schriftzug, würde unter Tag dann nicht auf die Spieloberfläche kommen können. Aber das wollen wir jetzt hier nicht so eng sehen. Der Container ist dort wohl auch permanent aufgestellt, wie man das sehen kann. Weil bei Containern muss man immer gucken, die kommen und gehen, ne, normalerweise. Wenn es so ein Baucontainer ist, wo Bauarbeiter jetzt drin hausen in ihren Pausen. Ich glaube, mit Tags sind eher diese Dinger gemeint, die man hier auf diesem Stromemblem, was so ein Aushilfstisch auch darstellen kann, sieht. Ich finde, das nehmen wir jetzt mal an, ne? Als Graffiti für diese Geschichte, historisch-kulturelle Bedeutung
Ich weiß nicht, ist wohlwollend. Optisch einzigartig, wie gesagt, Graffiti eben. Ne? Ein sicherer Zugang dürfte gegeben sein. Wir gucken mal, ob wir diesen kleinen Parkplatz erkennen können. Den sehen wir und das Ganze ist in Richtung eines Hanges fotografiert. Das heißt, dieser Container, hier ist eine Tischtennisplatte, die kann man separat anreichen. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Tschuh, dann würde der eher hier stehen, wenn überhaupt. Oder dort irgendwo, wenn da ein Abhang ist. Wir sehen hier so platzmäßig Dings. Ne? Ich würde sagen, wir verschieben den hier hoch. Da so hin, weil wir sehen, dass er auch unter Buttbäumen irgendwo so steht. Das hier könnte angedeutet diese Strominstallation sein. Dann wäre der eher dort. Und wir machen dann, das ist ein Gemeindezentrum, gehört zum, ja, Gemeindezentrum, Rathausvorsorge. Ist jetzt immer noch nicht so der Mega-Brüller. Ich hoffe, dass diese Angabe stimmt, die der Einreicher gemacht hat, von wegen Jugendzentrum und da können die Leute sich reinsetzen, weil wir da nur eingeschränkt das dann überprüfen können. Manchmal sage ich ja, mit dem Graffiti, das sieht so aus, als ob das so sein könnte. Die sind typischerweise so verziert. Manchmal sage ich halt kein Nachweis. Und dann hat sich die Sache, wenn nicht eine URL da ist, die ich dann bequem aufrufen kann, weil die Wayfinder sind in der Bringschuld für die Informationen, die man benötigt, um das definitiv verorten zu können. Und zur Kontrolle der Angaben. Diese Lokomotive haben wir noch nicht als Bild dabei. Historisch-kulturelle Bedeutung, das sind so Dinge, wenn man identische Hauseingänge hat, mit der Kinder und Analphabeten dann die Hauseingänge identifizieren können. So ein bisschen. Ne? Das ist allerdings schon eine abgewandelte, modernere Form. Das hat sich herausgebildet über die Hofzeichen in der ländlichen Region. Als es zur Industrialisierung und Urbanisierung in Deutschland gekommen ist, bei den Wanderarbeitern gab es viele Leute, die halt nicht lesen und schreiben konnten. Und da hatten dann die Höfe, die Wanderarbeiter eingestellt haben, Embleme über ihren Toren, damit die Leute das finden konnten aufgrund von Wegbeschreibungen. Und diese Methode zur Auffindung hat man dann in Arbeitersiedlungen übernommen, weil die auch häufig sehr ähnlich ausgeschaut haben. Und das ist halt aber auch sehr nützlich, wenn man da Kinder hat und dann sagt, merk dir die Lokomotive, dann findest du den richtigen Eingang, dann musst du nur noch die richtige Klingel abzählen können und dann kommst du auf jeden Fall schon mal wieder nach Hause, wenn du draußen unterwegs bist. Wir sehen, dass hier ein Bild ist. Wir können nicht hundertprozentig sagen, dass es das richtige Bild ist, aber ich unterstelle für 4 Sternchen, dass das eine feine Geschichte ist. Wir wollen dann an dieser Stelle mal schauen, wie nennen wir das denn? Wir nennen nicht Wandbild. Ne? Also diese Bilder haben dann zum Teil, das kann im entferntesten Sinne auch für Stuck gelten, natürlich eine Wiedererkennungsfunktion, ne? Für Leute, die Eingänge suchen und Adressen suchen. Ne? Althergebracht, irgendwoher. Hotel zur Schenke und Fleischerei. Ein schönes Fachwerkhaus mit Hotel und Fleischerei. Aha, Fleischerei ist bestimmt ein Treffpunkt. Zur Schenke. Okay, das ist irgendwie wahrscheinlich auch in einer eher ländlichen Region. Würde ich jetzt nicht sagen, ja, das kommt wohl hin. Wir schauen mal, ja, das ist auch so ein Dorfzentrum. Da trifft man sich. Ne? Dann haben wir hier sicherer Zugang, optisch einzigartig, kriegst du 4, kulturelle Bedeutung auch 4. Und das Foto ist ansprechend fotografiert. Ne? Das wird so ausgeschnitten, dass man. Ich mach's dann hier. Und jetzt erstmal wieder eine andere Farbe. Bums. Dann haben wir hier, das wird dann ungefähr so ausgeschnitten für die Pokémonis und da für die Ingress. Und dann wissen die zumindest, nachdem sie den Dorfrundgang da beendet haben, da gibt es eventuell noch ein kühles Getränk, wenn man dann eine Pause einlegen möchte bei seinen Erkundungstouren. Du bist ein Treffpunkt, aber du bist auch ein Restaurant, würde ich sagen. Restaurant. Da muss man jetzt weiter aussuchen, was könntest du denn sein? Und dann nehme ich dann halt hier immer so bayerisch. Ich weiß nicht, was die da anbieten. Ich lese jetzt auch die Schreibe, die Dings nicht. Hotel zur Schenke und Fleischerei. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Bewertung, die man auch sehr schön verorten konnte. Hier mit dem Dächlein und den beiden angeschnittenen Kanten, die man hier so sehen kann. Hier ist dann so ein kleiner Schornstein angedeutet, den wir dann an dieser Stelle entdecken können. Das funktioniert also super. Sehr schöne Einreichung, ließe sich toll verorten. Dann machen wir hier noch einen Schritt. Dann machen wir hier noch einen Schritt.
Weiter so kann man dazu dann nur sagen. Ne? Das ist super toppi. Zack, zack. Und wir haben hier noch Sterne vergessen, die kriegt er natürlich auch noch. Und wir könnten Hotel zur Schenke und Fleischerei. Hier könnte man natürlich schauen bei Google, wenn man bei Google was macht, auf Maps, auch noch sich, also nicht nur auf Wayfarer engagiert, sondern auch noch als Google Local Guide, kann man hier den Kartenausschnitt aufsuchen. Und dann sehen wir hier auch schon Landgasthaus Hotel zur Schenke hat eine Google Location. Das ist wichtig auch, wenn man auf Wayfarer aktiv ist, gleichzeitig so ein bisschen mit Maps Bescheid zu wissen. Maps blendet zum Teil Hausnummern ein. Das ist hilfreich, die sind aber nicht immer hundertprozentig korrekt. Weil auf Maps gibt es unten eine Fotoleiste. Die kann hier bei der Verortung des Gebäudes helfen. Wir haben das allerdings auch schon mit den Informationen von Wayfarer hinbekommen. Auch auf Maps steht einem Hangman zur Verfügung. Hier vor dem Gebäude würde ich übrigens an eurer Stelle einen Street View Bild installieren, wegen der Orientierung für Gäste, die dieses Hotel aufsuchen wollen. Wenn man etwas verortet, helfen Google Location, die kann man nämlich aufrufen. Die haben zum Teil eigene Fotos, die nicht alle auf der Bilderleiste angezeigt werden. Da kann man durchscrollen und manchmal hat man Abbildungen hier wie so einen Hof oder einen Blick aus dem Fenster oder hier auf Entfernung auf das Gebäude, die bei der Verortung noch zusätzlich helfen können. Das hier ist auf jeden Fall ein Wegpunkt in eurer Region, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Und manchmal kann man auch durch Fenster schauen und sieht dann einen Wegpunkt, ne, bei diesem Google Location. Das kann eine große Hilfe sein. Wir wollten dann jetzt allerdings das soweit beenden, dass wir diese Location wieder verlassen. Weil wir wollten nämlich, mich hat nur interessiert, haben die eine Google Location? Weil damit Gäste das auffinden können, wenn sie Maps als Navigationssystem verwenden, sind solche Treffpunkte dringend auch als Google Location nach Möglichkeit mit Fotos einzutragen, weil das für die Region eine unheimliche Hilfe darstellen kann, wenn man sich da dann als Google Local Guide engagiert. Wir machen das aus. Hier hatten wir dieses Chill-Foto, das kann nach Hause gehen. Ostereier sind sowieso viel schöner. Und dann haben wir hier eine Top-Einreichung. Habt ihr gut gemacht. Weiter geht's. Ehemaliges Backhäuschen. Das ist ein historisches Gebäude. Ist es denn ein Backhäuschen? Sehen wir hier irgendwas, wo dran steht? Ein Schornstein können wir auch nicht erkennen. Kleines Fensterchen. Fahrradbügel davor. Das ist schon mal sehr vorbildlich, ne, für Leute, die da unterwegs sein wollen. Woran erkennen wir, dass es ein Backhäuschen ist? Hier wurden früher Brote gebacken. Wir brauchen den Nachweis. Ne? Es kann sehr gut sein. Aber wir wissen es nicht. Es ist ein schönes Gebäude. Keine URL, kein gar nichts. Wir sehen hier so ein Parkareal. Street View haben wir auch nicht davor, das ist ja schade. Tut mir leid, also da fehlt jetzt hier kulturelles Gut, aber der Nachweis dazu fehlt. Und wenn es ein Wikipedia-Eintrag ist bei dem Ort, den wir Gudensberg da begutachten, bring den Wikipedia-Eintrag als URL. Man kann seine Einreichungen ja am PC, Laptop, Tablet, sonst irgendwas, nachdem man unterwegs gewesen ist, um das einzureichen, nochmal aufrufen, um eine URL hinzuzufügen. Hier fehlt der Nachweis. Und man muss hier als Prüfer auch nicht unterwegs sein und dann eine große Internetrecherche machen. Weil der Spieler in der Bringschuld ist für alle Informationen, die diese Prüfung abschließend positiv zum Erfolg verhelfen. Und wenn man dann Recherche macht von sich aus, ist das so eine Art Serviceleistung, Lebenszeitverschwendung, die man da so bringen kann. Das ist also, das muss man nicht, wenn man da so beschweren sich manchmal Leute, ja, guck doch mal ganz kurz im Internet. Nein. Muss ich nicht. Und die Sache ist dabei halt auch so, dass wir, es war keine permanente Installation, diese komische Treppe, ist wahrscheinlich eher eine Scherzeinreichung, Fotoqualität ist auch zu schlecht, dass das halt unterschätzt wird. Das ist genauso wie mit Street View. Manchmal rettet einfach ein Street View-Foto dann schnell die Einreichung, ne, die man da gemacht hat. Ich glaube, dieses Ding habe ich schon mal verortet gehabt hier. Da sind wir hier in diesem Autocenter irgendwo. Wir haben es aber hier noch nicht auf der Karte, ne?
Wenn man da guckt, ich hatte das hier schon mal. Und dann kann man halt, wenn man Wayfarer am PC aufruft, ganz schnell nochmal einfach. Hier sehen wir das Ding. Das ist aber hier, wenn man das kippt, das muss davor platziert sein. Also hier auf diesem Bürgersteig. Da ist das Ding drin. Du bist ein Wandbild. Du bist auch wahrscheinlich Prognose permanent installiert. Fußgänger oder zugänglich, machen wir so. Alles perfekt. Absenden. Ja, deswegen. Also da kann man sich nicht. Hier ist eine Brücke und die kann man wahrscheinlich einreichen. Hier so eine kleine Stiege. Wenn hier viele Entwässerungskanäle sind, hast du ein Waypoint, zwei Wegpunkte. Kannst du machen. Von mir aus gerne. Hauptsache, es animiert die Leute, unterwegs zu sein. Hier haben wir eine Stechpalme. Ist schon zur Entstehung gelangt, der Wegpunkt. Da machen wir Mark as Duplicate und die Brücken nicht vergessen. Die Stiegen, ne? Brücken sind ein Zeichen für Frieden und für ein Zueinanderfinden oder sich aus dem Weg gehen können. Bonhoeffer Haus, Gemeindekirche, ist, glaube ich, hier sofort. Hier ist auch ein Kreuz angebracht. Gehst du dann hier? Das hier bringt gar nichts. Dann lieber in, also wir werden es hoffentlich über die Dachkonstruktion mit dem Schornstein und dem Bewuchs und dieser Pflasterung identifizieren können. Aber hier einfach, guck mal, das sind Steine, da könnt ihr drauf gehen. Das kann man bei diesem Foto schon erkennen. Ne? Also das ist Verschwendung. Du bist so eine Art Kapelle, würde ich mal so sagen. Bonhoeffer Haus hätte man auch Gemeindezentrum nennen können. Bist du denn schon Bonhoeffer Haus? Hier steht das Kreuz, repräsentativ für das Bonhoeffer Haus. Und großes Kreuz. Großes Kreuz. Das Kreuz blockiert ja jetzt das Bonhoeffer Haus. Ne? Das ist ein Duplikat dazu. Ne? Dann kannst du entweder den Titel ändern oder ähnliche Geschichten. Wird hinzuaddiert. Museumsschild, Wegweiser zum Museum im Ort. Ist es denn ein ganz, 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 ganz kleiner Ort in 350 Meter? Das Museum. Einmal ansprechend fotografiert. Wollen wir mal gucken, habt ihr denn das Museum hier irgendwo eingetragen? Was bist du? Grundwasserpumpe. Figuren aus Stahl fand ich gut. Museum der Altmark. Ach, ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, wo das ist. Wo ist denn das Museum der Altmark? Gucken wir mal hier. Du hast hier den Pöppelchen, da ist da und da hast du diesen Hinweisschild zum Museum. Da ist eine Kuh drauf abgebildet. Ist es dann eine hängende Kunstinstallation oder einfach nur ein Wegweiser? Grundwasserpumpe, das Museum der Altmark ist hier irgendwo, kann das sein? Da ist es, ne? Museum der Altmark. 350 Meter. Es geht darum, dass die Leute die alte Straße hier oben nehmen, um das zu finden. Über die Breitener Straße kommst du nicht so gut hin oder nicht, auch nicht so sicher hin. Es könnte also ein Wegweiser sein, der dazu dient, die Leute von der Breite Straße wegzuführen über die alte Straße, weil dieser Wegpunkt zunächst sagt, oh, wir laufen über die breite Straße, bespielen den Wegpunkt und latschen dann da, wo die vielen Autos fahren, einfach weiter. Und der Wegpunkt deutet dann nochmal an, ihr müsst hier lang gehen, um damit sicherer ist. Wollen wir das so? Die Leute wollen ihr Ding so. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Wegweiser hier optisch einzigartig. Wegen der Q3. Sicherer Zugang ist gegeben. Das Ding ist auch da oben. Ist hier direkt an diesem Pöppelchen und da siehst du Hauptstraße und hier ist Nebenstraße. Ne? Also kriegst du hier vier Sternchen und du bist dann, wenn, eine hängende Kunstinstallation, wegen der Abbildung der Kuh darauf. Weil es so eine kleine Region ist, ne? Da muss man immer so ein bisschen gucken, was man da bekommen kann. Mega Leuchtreklame, sehr erste Reifen, später dann Schäumerung, größte Arbeitgeber der Region, Plastik und französische GmbH, die Bauteile für Automobil herstellt. Passt euch nicht ins Gesicht. Ne? Kann man dazu nur sagen. Was haben wir denn da? Du bist ein großer Industriekomplex, der als Orientierungspunkt dienen kann. In einem kleinen Dorf. Du hast hier verschiedene Schilder, die hier beleuchtet sind in dem Bereich. Da hast du Stop and Go mit Tor und ihr dürft rein und dann dürft ihr doch nicht reinfahren und überhaupt müsst ihr mal ein bisschen gucken. Hahaha. Hier siehst du das an einem Gebäude selber befestigt, über einen Platz hinweg. Stellt sich mir die Frage, welches Gebäude ist es? Haben wir hier Street View? Da kann der Pöppel nicht bleiben, weil das ist mitten auf der Zufahrt. Da wird nicht allzu viel los sein, aber es gibt hier einen sichereren Bereich auf dem Bürgersteig. Ich bin dafür, dass es zu einem Wegpunkt wird, weil es so ein riesen Industriekomplex ist,
in einer sonst ländlichen Region. Und das ist halt markant, ne? Hier sind Solaranlagen, die könnt ihr separat einreichen, ne? Und vor diesem Hintergrund denke ich mal, weil die Fläche, die dieser Industriekomplex einnimmt, ist so groß wie die Ansiedlung dabei. Ne? Also von daher ist das auf jeden Fall markant, ein Hingucker. Das interessiert auch die Leute, die da hinkommen und sagen, ey, was ist denn das für eine Fabrik? Ne? Kann man dann direkt hingehen und ein kleines Pöppelchen bespielen und sich da informieren. Sicherer Zugang ist jetzt gegeben, optisch einzigartig. Da kriegst du viel historisch-kulturelle Bedeutung für den Ort als Arbeitgeber, machen wir mal so. Und hier hast du dann die Informationen, die die Leute interessiert, die diese riesige Fabrik neben einem kleinen Dorf sehen. Ne? Das ist etwas, was man in anderen Industriegebieten natürlich nicht durchwinken würde, weil hier kommt dann der Kontext, kleines Dorf, flächenmäßig so groß wie die Industrieanlage, zur Geltung. Ne? Zack, nehmen wir dann so mit rein. Also ich nehme es so mit rein. Besonders überdachte Einfahrt. Ja, da hat einer Dachziegel über gehabt, ne? Und hat sich gedacht, ich mache da einen Unterstand, wenn die Schwiegermutter kommt. Und dann sagst du, Schwiegermutter, was stehst denn im Regen? Jürgen von der Lippe. Besonders gestaltete Einfahrt. Da ist eine Fürstverzierung. Dieses Gebäude, ist das nicht irgendwie mit dem Fachwerk? Hätte man da nicht gucken können, ob es ein Baudenkmal ist, irgendwie sowas in dem Dreh. Der Schornstein ist recht mächtig. Da wäre Platz davor, das zu begutachten und zu bestaunen, aber ich glaube, diese Einfahrt, die sieht mir jetzt ein Tick weit zu uniform aus. Da steht auch nichts weiter dran. Da hinten scheint was zu sein. Na, ich bin unsicher. Ich hätte eher irgendwie geguckt. Da oben ist auch ein Sonnenemblem für ländliche Regionen, landwirtschaftlich geprägt. Da hätte ich geguckt, ist es ein Baudenkmal, wenn du das hättest unbedingt auf die Spieleoberfläche haben wollen. In die Armbeuge husten, wo wir gerade dabei sind. Ich brauche ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Deswegen gucken wir uns die Kriegsdenkmäler an. Den Opfern der Flucht, den Opfern des Krieges, allen Opfern wird hier gedacht. Erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an die grüne Wolke, ne? Die grüne Wolke, das ist so ein Buch, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wer die Autorin gewesen ist. Spielt eigentlich in England oder der Autor ist, glaube ich, ein Schulleiter gewesen, der das geschrieben hat mit den Kindern. Die grüne Wolke hat mich so ein bisschen an Chlorgas erinnert und die Menschen werden zu Stein. In diesem Roman, in diesem Kinderbuch, das auch zum Teil sehr witzig geschrieben ist, weil Kinder, die überleben das durch eine Begebenheit und die haben dann quasi eine Welt ohne Menschen um sich herum, um da unterwegs zu sein und spielen und machen Knippes und Scheiße und so. Das liest sich zum Teil sehr, sehr lustig, aber man kann mit der grünen Wolke, ich weiß auch gar nicht mehr, wann das genau geschrieben ist, natürlich auch, die Menschen werden zu Steinen, ne? Zu Monumenten auf Friedhöfen. Und sind plötzlich also quasi gesellschaftlich dann nicht mehr vorhanden und fehlen im Grunde, ne? Und dann macht man das Beste draus in dem Buch, spielerisch vielleicht auch das Beste daraus. Das kann ich empfehlen, lest das mal. Manchmal liest man ja so Bücher, die man als Kind und Jugendlicher mit Spaß und Gewinn gelesen hat. Und wenn man älter wird, kann man das dann nochmal anders assoziieren und nochmal mit Gewinn lesen. Das ist übrigens bei den Kindern und Hausmärchen der Gebrüder Grimm ebenfalls der Fall. Deswegen heißen sie auch Hausmärchen, weil es halt auch Geschichten sind für Erwachsene. Das ist ähnlich wie bei den Simpsons. Ne? Das ist ja, da können alle drüber lachen bei den Simpsons. Und bei dem Buch mit der grünen Wolke könnte sich, ich habe es jetzt nicht zur Hand und auch noch nicht, also könnte das jetzt nicht nochmal nachforschen. Auch Tragik dahinter natürlich dann auch verbergen. Hier mal so dieses Portalgemenge hier unten. Da schauen wir nach, ob wir dieses Mahnmal hier sehen können. Da können wir es sehen. Ich trage diese Mahnmale gegen Krieg und Gewalt nämlich sehr gerne ein. Man hat hier dabei natürlich bei diesem Bild, wenn die Menschen durch die grüne Wolke dazu Stein geworden sind, möglicherweise ein Grabstein, ein Mahnmal.
Also es ist eigentlich ein sehr schöner Aufhänger. Und man sieht halt auch, wenn man sich solchen Gedanken halt hingibt, die Tragik dabei, ne? Dass dann Kinder zum Teil ohne Eltern, ohne vollständige Eltern übrig bleiben in einer Welt, ne? Mit der sie dann, die sie eigentlich fröhlich, spielerisch erkunden sollten, aber dann auch vor Probleme gestellt werden, ne, die unnötig wären, würde die Gesellschaft friedlich funktionieren und wenn sie ihre Eltern da behalten hätten. Evangelisch-lutherische Zwang, wir sind davon überzeugt, dass dieses Mahnmal dort ist. So, dort sehen wir auch nochmal ein Foto, sehr genau positioniert. Ne, tolles Foto. Marco Strohbach, vielen Dank für die schöne Darstellung hier auf Google Maps. Das finde ich cool. Das kann man immer sehr schön auf Foto gucken machen auf Google Maps. Das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Kann man zum Einschlafen gut machen. Wir fragen, was ist hier? Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Ne? Ist wichtig. Gehen wir hier hin und schauen dann da, dass wir das Foto wegmachen. Jetzt müssen wir hier zu einer Entscheidung kommen. Bei der Toreinfahrt, besonders überdachte Toreinfahrt. Machen das weg, gucken uns den Pöppel nochmal an. Wo bist denn du, Pöppel? Du bist da oben. Du bist da oben. Mitten in so. Nein, das ist einfach nur eine Toreinfahrt. Das ist kein Treffpunkt. Das ist eigentlich kein Treffpunkt, muss man ganz ehrlich sagen. Es hätte schon bei den Zulassungskriterien kein Treffpunkt. Kein Treffpunkt. Das Gebäude könnte ein Treffpunkt sein. Auch vom Bordstein aus, wenn dort ein Baudenkmal ist und man das nachweisen könnte durch URL. Ne? Nochmal einreichen, das Gebäude und dann gucken. Solarpark, erneuerbare Energien. Das kann man auch einfach so einreichen, weil es einen einfach darauf hinweist, Energiewende, Umweltschutz. Damit ist der Solarpark besetzt, ne? Du hast dann aber hier auch strategisch günstig einen Außenbereich, Waypoint, gesetzt, der dann über die Bromlitzer Straße dazu führt, dass man dann hier eventuell zu Aktivitäten neigt. Hier hinten ist es vielleicht ein bisschen ungünstiger mit Zuweg und sonst irgendwas. Das ist schon ganz gut gemacht. Und dieser Weg scheint eine Sackgasse zu sein. Ich unterstelle, dass allerdings Leute hier so einen Trampelpfad benutzen, wenn es denn geht. Das ist eingefriedet, wie wir das sehen können. Das heißt, das Ding darf nicht auf die mitten auf die Solaranlage, sondern wir wissen, dass hier so ein Grünstreifen ist, den man betreten kann an der Kante. Das heißt, wir packen das Ding genau dorthin, wo dann auch die Leute das Portal bei Ingress betreten können. Damit die Mods im Inneren des Portals mit Ultra Strikes bespielen können. Ne? Genau. Und dann machen wir hier mal eine Runde weiter und gehen auf Absenden und wollen dann da das so lassen. Ne? Bekanntmachungen. Infotafel aktuell im Weißen Berge. Das ist eine Bekanntmachungsinformation. Selbst wenn ihr solche Informationstafeln seht und da hängt nichts drin, enthalten die die Information, dass es zurzeit keine Information gibt? Einreichen. Das ändert sich ja im Laufe der Zeit. Ne? Deswegen ist das hier kein Duplikat zu gar nichts. Und die grüne Wolke, wer Lust hat, tut euch das mal an, weil es ist zum Teil, man lacht dabei. Also man ist dann dabei auch, also man lacht. Das hatte ich beim Einschlafen irgendwann, diese Assoziation. Als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, was ich da so gerne gelesen habe. Das kann man auch für Kinder vorlesen, weil für Kinder ist es natürlich spannend. Es hat etwas von Kinder an die Macht auch, ne? Weil die machen dann, bauen dann nur Scheiße und also sind halt Kinder, die die Welt spielerisch entdecken, mit zu wenig Anleitung von Erwachsenen. Worum handelt es sich? Es ist ein Hinweisschild. Wenn ich dran denke, gucke ich mal, ob ich das irgendwo finde. Und packe dann einen Link in die Beschreibung von dieser Aufnahme, die ich sowieso noch kreieren muss im Laufe. Aber ich habe ja Zeit dafür. Dorfgemeinschaftshaus. No-brainer. Da treffen sich die Leute gerne, um unterwegs zu sein. Dorfgemeinschaftshaus Arnsbeck. Hier finden viele Treffen. Das hier ist natürlich eine coole Veranda. Was hier noch fehlt, ist der Schaukelstuhl wie im Wilden Westen. Da hast du auch dann so eine Allee. Erinnert so ein bisschen an vom Winde verweht. Ne, kann man hier schaukeln und dann kommen die Cowboys hier mit ihren Zossen angeritten. Ne? Dann hat Ambiente, also einfach. Ne? Denkt an Pullman City im Harz selber, so eine Westernstadt. Ne? Wer sowas mal sich ein bisschen angucken möchte.
Da, so wie man sich, so wie sich Europäer den Wilden Westen vorstellen. Ich weiß nicht, ob das dann so immer hundertprozentig korrekt dargestellt wird. Soll ja auch Spaß machen, ne? Diese ganze Geschichte. In Pöppel machen wir davor auf die Straße, damit die Ingress-Spieler den Wegpunkt sicher betreten können. Du gehörst für mich, du bist ein Festsaal. Haben wir hier einen Festsaal? Festung, Festival haben wir nicht. Du gehörst zum Rathaus, weil du zur Daseinsvorsorge gehörst. Was bist du denn für ein Pöppelchen? Dorfkino, altes Backhaus. Ich schiebe den Pöppel hier unten an die Kante, damit er mehr Abstand zu den anderen Pöppeln hat. Dann hoffe ich, dass er besser zur Entstehung gelangt, wenn er denn zur Entstehung gelangt. Ansonsten nochmal einreichen können. Wir könnten hier nochmal gucken, ob wir Maps nochmal verbessern können. Für die Opfer des Weltkriegs 1 ist dort in der Nähe. Wenn es nicht, sich nicht schon auf der Karte befindet, in der Nähe der Kirche, ist wahrscheinlich, dass es dort ist. Können wir so nicht hundertprozentig verorten. Wenn man das verwenden möchte, um Maps zu verbessern, klickt man hier auf Google. Dann erscheint der Kartenausschnitt. Hier sehen wir ein Mahnmal. Das reicht eigentlich aus für die Einreichung. Aber wir sehen, die Kapelle hat eine Google-Location. Wenn man das so minimal rauszoomt, kann man einmal versuchen, über die Bilder der Region das Mahnmal zu entdecken. Hier stellt sich die Frage, was wird denn hier abgebildet auf dem Foto? Hier sehen wir das Mahnmal schon. Das ist nämlich die Kapelle, die sehr schön ist übrigens. Ne? Hier hast du dann auch den Tor und da sehen wir es auch schon. Ne? Das ist also dort. Dann gehen wir hier wieder aus dem Bild raus. Wir wissen jetzt sicher, dass dort das Mahnmal ist und können dann an dieser Stelle hinzufügen, was ist hier? Kapelle wird nur angezeigt. Und da machen wir fehlenden Ort hinzufügen. Oh. Den Lebenden zur Mahnung, den Toten zum Gedenken. Ich mache dann ein Leerzeichen hinter das Satz, vor das Satzzeichen, damit man es spontan beim flüchtigen Blick besser erfassen kann. Kann man sich drüber streiten, ob man es machen sollte oder nicht. Ne? Für mich ist das so richtig und dann ist das auch okay. Und dann haben wir hier eine historische Sehenswürdigkeit. Dann geht man immer noch mal auf die kleine Karte. Ich wähle dann die Satellitenansicht und zoome dann möglichst rein, weil der Pöppel auf Maps, das ist der Unterschied zu Wayfarer, immer ganz genau platziert wird. Wie beim Abschlag des Golfs, das Tie oder T kommt direkt auf den Ort bei Maps, damit das Navigationssystem vielleicht ein bisschen günstiger funktioniert. Und die Leute werden dort herangeführt und suchen sich selber Parkplätze, eine Perspektive, sonst irgendwas. Hier besteht nämlich das Erfordernis nicht, dass die Leute das direkt betreten können müssen. Bei dem Spiel Ingress von Niantic besteht dieses Erfordernis. Deswegen gibt es dort einen kleinen Unterschied. Wir gehen dann hier auf Fertig, gehen auf Senden und Google hat hier nochmal geprüft, ob es sich um ein Duplikat handeln könnte. Haben wir nicht oder hat er noch nicht gefunden. Machen wir hier weiter und dann machen wir das hier schön aus und wollen dann hier gucken, hier hatten wir das Dorfgemeinschaftshaus. Das war auch eine Supi-Toppi-Einreichung, die wir auch so verorten konnten. Ihr bekommt auch nochmal eine Fanfare. Und ich hoffe, dass es zur Entstehung gelangt. Ich gehe davon aus, dass das Dorfkino, das natürlich auch sehr wichtig ist, dass das Umweltgemeinschaftshaus stattfindet. Deswegen finde ich es gut, wenn es zwei Punkte geben würde. Ein Hinweis auf das Dorfkino halt nochmal zusätzlich. Werden wir sehen. Viel Spaß damit. Was haben wir hier denn sonst noch? Ehemaliger Friedhofseingang von 1907. Und da hast du. Im April 1907, das ist ein Grabstein, das ist ein historischer Grabstein. Nee, es ist ein. Vielleicht wurde da ein Stein umfunktioniert. Das ist aber auf jeden Fall etwas, was man übersieht, weil hier sieht man eine Befestigung für eine Angel. Und warum dieses Schild da unten dort angebracht worden ist, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass das ein Sanierungsschild ist, wie wir das an der Uferpromenade gesehen haben. Kulturelle Bedeutung für den Ort hoch, optisch einzigartig,
Klar, wird man nicht leugnen können. Und das ist halt auch etwas, davon erfährt man nicht, wenn man da nicht herangeführt wird, um da zu gucken. Jetzt haben wir hier das Problem, wir haben hier Breitenröder Weg und wir sehen hier so eine Wutgeschichte. Hoffentlich hilft uns diese Bebauung, die wir hier hinten sehen können. Hier hast du entweder eine kleine Kapelle oder ein Knickhaus und da hast du rot irgendwas. Weitere Stelen hier ist, scheint eine Scheune oder sonst irgendwas zu sein. Und hinten, das hier gucken wir mal, ne, was wir da so entdecken können, wenn wir dann an dieser grünen Fläche vorbeigucken. Und das hier könnte das Rot irgendwas sein. Dann hättest du hier nochmal dieses kleine Irgendwas, was man da sieht. Und da müsste irgendwo, hier hast du das. Ein Haus mit einem Anbau. Und da hast du ein Haus mit einem Anbau. Ich gebe mal 4 Sterne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Historisches Schild, würde ich sagen. Und wir packen das natürlich weg von dem Einfamilienhaus dorthin, wo es den Fotos nach steht. Das wäre hier. Ne? Und dann gehen wir auf Absenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wäre schade, wenn sowas dann dort existiert und nicht auf die Spieloberfläche kommt. Schlafwandler auf dem Dach, das ist das Außenbereich, dass man es irgendwie benötigen wird. Da kann man es, weil hier irgendwelche intelligenten Leute das auch noch geblurrt haben, weil wir sind so wichtig. Oder noch schlimmer, das ist der einzige Augenblick in unserem Leben, in dem wir Macht haben. Wir können auf einem Foto, hier kann man das Gebäude übrigens sowieso sehen, ne? Wir können das blurren lassen. Da müssen wir das unbedingt machen, weil wir so wichtig sind und endlich Macht haben. Wahre Mächtige erkennt man übrigens daran, dass sie dann es nicht nötig haben, die Macht auszuüben. Ne? Dann schauen wir mal nach. Das ist so ein Eckkanten-Dingsbums. Das Ding könnte da sein, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, warum? Ist die Banane krumm? Was ist denn hier? Ist hier ein öffentlicher Spielbereich? Hier in dem Bereich irgendwo, den man einreichen könnte? Zwischen den Häusern da hinten? Könnte hier auch sowas sein, wissen wir nicht genau. Nein. Da besteht also ein Portal, die kannst du relativ. Nee, das machen wir nicht. Das ist Massenware, die unnötig ist. Das ist eine relativ hohe Portaldichte, die man da gut erreichen kann. Massenware. Ist jetzt nicht so wie in einer ländlichen Region, wo es halt echt schwierig ist und wo man dann mit den Anforderungen ein bisschen heruntergeht. Und man muss sagen, auf dem Dorf gehen die Leute hin, ach guck mal, da hat sich einer eine Porzellanfigur und das ist kein Jesus und keine Maria aufs Dach gestellt. Guck mal, wie neumodisch. Da gehen die Leute hin, unterhalten sich darüber. Auf einem kleinen Dorf, aber in so einer großen Stadt. Ist das nichts Besonderes? Kein Treffpunkt. Also, es ist schon bei den Zulassungskriterien kein Treffpunkt. Street Art Hannover 96. Warum soll das Street Art sein? Oh, die haben das aber ein bisschen geschickter gesprüht mit einer Schablone. Ist ein Außenbereichswegpunkt. Ne? Außenbereichswegpunkte und hat auch so einen Strommasten. Weil wir nämlich, wenn wir mal gucken, Kleinfürste, gibt es auch Großfürste? Großfürste. Fürste gibt es bei uns in der Nähe, aber das ist jetzt ganz weit weg. Es gibt wohl offensichtlich mehrere Förster. Sehen wir da diesen Masten? Ja, den sehen wir. Du bekommst den Wegpunkt natürlich. Warum? Wo ich sowas normalerweise sonst so ein bisschen ablehne. Dieser Wegpunkt fungiert als Brücke zwischen Kleinfürste und Großfürste und animiert zu Aktivitäten hier größeren Ausmaßes in der Natur. Das hier ist ein ganz kleiner, sicherer Radweg. Ne? Da machen sich die Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Siehst du so ein bisschen Natur? Mich würde mal interessieren, was ist das denn hier? Warum steht da Wood? Kann man das erreichen? Und was ist dort? Das sieht ja spannend aus. Hier scheint noch irgendwie so ein Weg mit dem Aussiedlerhof zu sein. Okay, lass auch mal weg.
Egal, den kriegst du, ne? Den kriegst, der gehört auf die Spieloberfläche, weil man da sagen kann, das animiert doch zu Aktivitäten. Und ob dann ansonsten in der City oder so beschmierte Stromkästen, nein, aber hier ja, ländliche Region und ländliche Aktivität im Außenbereich größeren Umfangs, ne? Weil du musst natürlich schon bewegen dahin. Das ist ja auch Ziel des Spiels, ne? Weil das halt einfach nur angemalt und die Leute wussten sich zu helfen, ne? Das ist halt, was nicht passt, wird passend gemacht, so ein bisschen, ne? Liesl hat sich gut verorten lassen, muss, kann man nicht anders sagen. Komm, du kriegst noch Fanfare. Ja, hat man sich ganz toll geschafft, ne? Super toll ist, wenn du dann so Fußballkram hast, wenn dann vor allem die Spieloberflächen damit geflutet werden. Hier kommt es darauf an, dass wir einen Außenbereichswegpunkt haben. Gucken, ob da ein Radweg entlang läuft und die Plaketten einreichen. Heiligenhaus Maria. Maria, Sache unserer Freude, steht drauf. Maria Ursa, das ist übrigens, diese Dinger kann man als kulturelles Denkmal auf Maps eintragen, wenn man sie verorten kann. Ein Foto, zwei Foto. Was bringt uns das zweite Foto für die Verortung? Also man sieht es nochmal schon, man hätte dieses Foto genauso gut einreichen können als Waypoint-Foto wie das andere. Die sind beide identisch. Hier hätte ich mir gewünscht, mehr von der Umgebung, weil wir sehen nur Bäumchen. Heidewitzka, und was nützt uns das? Als kulturelles Denkmal hat das noch niemand eingereicht. Hier führt auch nur so ein, wenn überhaupt, so ein Trampelpfad entlang. Wir haben kein Street View. Wie soll das gehen? Wie willst du das verorten? Das geht nicht, sorry. Nicht übereinstimmender Ort. Bitte. Nochmal mit Street View einreichen und mit mehr Umgebungsbildern. Ansonsten, ich hätte mich gefreut, wenn ein Street View dabei gewesen wäre und ein Umgebungsbild, was hundertprozentig hilft bei der Verortung, weil dann hätte ich dann nämlich auch gerne ein kulturelles Denkmal auf Maps eingetragen, weil diese Reihen, ne, die sind auch Gegenstände von thematischen Dorf- und Stadtführungen und werden gezielt von bestimmten Personen dann halt auch aufgesucht. Auch als spirituellen Ort gibt es auch. Und von daher sollte man da, ne, Dings, das ist eine Baustelle. Eine Baustelle ist eine saisonale Einrichtung, weil die wird irgendwann weg sein, wenn das fertig gebaut ist. Hier kommt mein Schuh verloren. Eine alte Ziegelei, jo. Hier siehst du ein Tor mit Stacheldraht oben drüber. Kein Schild, kein gar nichts, ne? Ist kein Treffpunkt. Sonstige Ablehnungskriterien. Ist kein Treffpunkt, da ist einfach nur eine Mauer. Eine Mauer und dann ist da ein Tor, was zu ist mit Stacheldraht oben drauf. Da geht keiner hin und sagt, oh, wir treffen uns beim Stacheldraht, wie schön. Ehemalige Tankstelle, das kann wieder was sein, wo man hingehen kann, um zu gucken. Fast vergessene ehemalige, früher in den 80er Jahren noch funktionierte, bis sie immer schließen musste. In der Zeit kam sie in Vergessenheit, mit dem Stopp kommt sie wieder in die Kultur rein und lebt wieder, die lebt nicht wieder auf. Aber es ist kultige Architektur. Ne? Achso, mich interessiert, was steht da oben drüber? Da ist der ehemalige Besitzer. Sieht schon cool aus, ne? Könnte man einen Café reinbauen, irgendwie sowas in der Art, wenn es geht, ne? Wenn sich das lohnt in dem Bereich, ne? Da sowas aufzumachen. Jo, sieht es jetzt aber allerdings auch möglicherweise eher ein. Kann man wohl auch frei betreten, ne? Ist nicht eingefriedet. Kannst du so machen. Fällt bei mir unter kultige Architektur. Kultige Architektur, die man da auch, die erhaltenswert ist. Wir können uns hier überlegen, ob wir den Pöppel nicht doch auf den Bürgersteig setzen wollen. Machen wir. Das Ganze ist super, ne? Weil das Ding ist natürlich da, das zeigt man dann zum Teil möglicherweise auch mal Kindern, wo man dann sagt, guck mal hier, Tankstelle, kleiner Shop. Früher haben die Leute sich dann einen Tick mehr Mühe gegeben, da sind Kacheln angebracht, weißt du auch, warum die da so sind. Eine Reinigungsbeschaffung. Ganz
herzlichen Glückwunsch und ich kann nur sagen, mehr von solchen Einreichungen gut gesehen. Ne? Man muss so ein Auge haben für Sachen, wo man sagen kann, das ist was. Das ist ein Bibelspruch, gucken wir mal. Oder höre des Herrn Wort, Jeremia. Rums, spiritueller Ort. Ne? Scheint auch irgendwie so eine Kirche zu sein. Da wollte man, hier ist die Informationstafel zu der Kirche. Reinhardshagen, brumm, 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 fahren wir da runter. Da ist die Informationstafel angebracht. Das, der Pöppelchen, das könnten wir hier vor das Gebäude platzieren, wo halt auch ist. Das ist öffentlich zugänglich. Ich weiß übrigens nicht, ob die Kirche offen ist. Das fällt bei mir unter Kirche, wird durchgewunken, wird aufgrund der Abstandsregel möglicherweise nicht zur Entstehung gelangen. Wenn das stört, die Ingress-Spieler sollen, also das ist ja, glaube ich, wegen Ingress mal, ich habe das auch mal mir gewünscht, weil so viele Pöppel so identisch waren, dass man auf der Karte, also bei größter Vergrößerung nicht erkennen konnte, wie stehen die zueinander zum Feldbau, dann lässt man die anderen Pöppel weg und baut mit denen halt eben keine Felder. Das ist ja nicht so ein Problem. Deswegen sollte man diese Abstandsregelung wieder kippen, damit die Leute nämlich auch dazu übergehen, genauer zu positionieren, weil man hier auf Wayfarer immer hin und her schubsen muss, weil die Leute dann diesen Pöppel 50 Meter wegsetzen, damit er zur Entstehung gelangt und dabei nützt das null. Also von daher absenden. Ne, platziert das lieber von vornherein richtig. Hier hast du eine Karte. Leitsystem, Radeln nach Zahlen, ist Erholung im Freien. Abgesehen von der 44, weil das hier der, weil hier geht es zum Knotenpunkt 44, es sind diese kleinen Schilder, egal ob da Text draufsteht oder nicht, für sich gesehen Wegpunkte. Und dieser Knotenpunkt-Hinweis-Dings ist natürlich auch ein Wegpunkt. Und hier ist auch eine Karte. Eine Karte ist immer ein Wegpunkt, weil wir ein kartenbasiertes Spiel spielen. Erinnert uns an die Papierkarten, den Shell-Atlas zum Beispiel, mit dem man früher unterwegs gewesen ist. Erinnert uns auch daran, dass es bei Karten eine Legende gibt, hier unten. Und deswegen sind diese kleinen viereckigen Plaketten, die man bei Wanderwegen und Fahrradwegen sieht, wo nur so ein Emblem, ein X, ein Kreis, ein Kreuz drauf ist, dass das der ausgeschriebene Name des Weges ist, erkennt man an der Legende der Karte. Weil hier dieses Symbol alleine, da steht das Wort Bahnhof. Das wissen wir dann, ne? Wenn man die Karte lesen kann, heißt es ja auch. Und vor diesem Hintergrund Wanderwege, Radwege, No-Brainer. Schön einreichen, ganz toller Wegpunkt, High-Quality-Wegpunkt. Und wir gucken dann an dieser Stelle, ist das Ding denn da? Da ist so ein Pfosten aufgestellt. Ich unterstelle, dass es da ist, weil da verschiedene Wege zueinander kommen. Und man von dort aus dann die längere Strecke radelt. Ne? Ist also auch top positioniert. Du bist Radweg, Erholung im Freien. Ne? Fahrradverleih, Erholung im Freien. Nein, Fahrradgeschäft, Fahrrad, Fahrradweg, Verkehrswesen. Radweg, Erholung im Freien. Da haben wir es doch. Ne? Diese Dinge sind, und es ist auch schön fotografiert, weil es für Poki schön und auch für Ingress schön ausgeschnitten wird. Absoluter No-Brainer, High-Quality-Einreichung. Ne? Also von daher machen wir das so. Dass wir da sagen, Sternchen freut sich ganz dolle. Zack. Und wir machen dann hier, dass es weitergeht. Hustet in die Armbeuge. Hustet in die Armbeuge. Hier ist eine Feuerwehrzufahrt, macht aber nichts, weil hier ist ein Zaun, der zum Herantreten soweit gedacht ist. Man soll halt nur nicht drüber. Und Feuerwehrzufahrt kannst du machen. Also du bist ja nicht direkt auf. Wir gucken gleich, dass der Pöppel nicht vor dem Tor ist. Darauf kommt es an. Soll nicht vor dem Tor sein. Nein, vor dem Tor wäre ganz schlecht. Hier sehen wir einmal das Tor. Und wir machen diesen Pöppel. Weil hier fährt die Feuerwehr rein. Brumm, 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 tatütata. Und dieses Pöppelchen, den setzen wir hier schön oben in die Ecke. Zack. Und dann stört, wird niemand gestört und alle sind glücklich und alles ist schön. Und muss man ein bisschen lebensnah betrachten. Und dann hast du hier Energiewende und Umweltschutz. Können die Leute drüber nachdenken? Und das bringt was dann. Also ein bisschen die Leute auf andere Gedanken, wenn sie da unterwegs sind.
Schöner Außenbereichswegpunkt, ne? Regt zu Aktivitäten an. Da kann man dann auch einmal drum herum laufen und sagen: Oh, ist das aber groß, jetzt bin ich so weit gelaufen, das war ganz schön anstrengend. Zack. Vielen Dank für die Einreichung, war super, ne? Dann kleiner Spielplatz am Fluss, so ein bisschen mystisch fotografiert, mit einer Badewanne. Das sieht mir eher so aus, als ob hier jemand einen privaten Baumhaus gebaut hat. Ehrlich gesagt. Und da hinten ist eine Terrasse, die man dann von dem Grundstück ohne weitere Einfriedung betreten kann. Zack. Mit Stühlen, die private Leute haben. Und da ist ein privater Eingang in ein Wohnhaus. Es gibt nämlich auch Leute, die basteln sich dann solche Dinge dahin. Und diese Sachen laden zum Spielen ein, wenn es ortsfremde Personen gibt, die da hingehen könnten. Ne? Wir haben hier unten einmal eine Kante. Das sieht mir so aus, es könnte ein Stück Zaun sein, ne? Dass ich dieses Baumhausschiff in einem privaten Garten befindet. Ja, tut das. Hier sehen wir es auch, ist eingefriedet. Da ist eingefriedet. Man könnte es natürlich betrachten, ne? Weil zum Hingucken ist es etwas. Stellt sich die Frage, respektieren das die Leute? Kleiner Spielplatz mit Boot als Baumhaus gelegen an der Hösel direkt neben dem Fußweg. Du dürftest es nicht kleiner Spielplatz nennen, weil es nicht der Öffentlichkeit gewidmet ist. Das irritiert die Leute. Das ist eher eine Skulptur, eine Baumhausskulptur, irgendwie sowas in der Art. Weil die Leute bleiben auf dem Weg und gucken dann, weil das natürlich optisch natürlich schon markant ist. Das ist ein kleines Rot, welches man übersehen könnte. Das könnte man einreichen, aber zum Betrachten, nicht zum Bespielen. Und der Titel legt nahe, dort könnte man hingehen und spielen, das sei erlaubt. Und dann klettern die Leute über den Zaun. Deswegen müssen wir das Textqualität, Titel oder Beschreibung, irreführende Titel, Komma, der Menschen animieren könnte, das private Grundstück zu betreten. Punkt. Es sollte, wenn als Skulptur, auch noch ein Komma, ne? Zum Betrachten eingereicht werden. Absenden. Ne? Irreführender Titel, der Leute dazu animiert, irgendwas zu machen. Nicht so der Mega-Brüller. Außergewöhnliche Campinghäuser am Strand des Tankumsee. Sind die denn außergewöhnlich? Die sind ein bisschen blurry fotografiert, würde ich mal so sagen. Ne? Ist jetzt nicht so der Mega-Brüller, super, mega, super, super, duper Top-Foto. Die stehen auf Stelzen, damit Schlangen da nicht reinklettern können. Falls das Wasser kommt vom Tankumsee, damit der Fußboden schön kalt ist. Die Häuser stehen da. Wir gehen fest davon aus, dass bei diesen Hütten Fotos hinzugefügt werden. Kultige Architektur. Obwohl das Foto ein bisschen blurry ist, nehme ich das mit rein, weil wir wissen, dass Leute Fotos dazu addieren mit dem Dings. Und der schlechteste Wegpunkt ist eigentlich der, der nicht zur Entstehung gelangt. Und da kann man sich kultige Architektur angucken. Wir können das eindeutig identifizieren. Und du bist kultige Architektur. Yeah! Und das ist auch eine sehr schöne Einreichung. Von daher, das Foto ist hier noch ein bisschen blurry, aber das macht neugierig, ne, auf diese Dinger, da wo man dann sein kann. Oh, wieso haben die dann den Stein auf der Hüfte und den anders auf der dementsprechend supidupi auf die Spieloberfläche kommen darf, meiner Ansicht nach. Wir gucken dann hier, dass wir den Link machen, absenden. Viel Spaß damit. Yes! Wir haben keine Ahnung, was da steht. Jugendzentrum, hier ist das Jugendzentrum. Ist es das Jugendzentrum? Gazzigune. Heißt das Jugendzentrum auf einer anderen Sprache?
Können wir das hier vielleicht so mal ganz kurz übersetzen lassen? Zack. Jugendzentrum. Baskisch. Baskisch. Okay. Okay. Jugendzentrum. Dieses Foto, da spielt irgendjemand, hat sich da in Szene gesetzt, wollte abgelichtet werden auf diese Art und Weise. Wir nehmen das damit rein, historisch-kulturelle Bedeutung. Jugendzentrum gehört zu Rathaus. Das habt ihr aber ganz witzig gemacht. Reinhardshagenbüren. Warum habt ihr das gemacht? Das ist doch total scheiße. Das ist ein Missbrauch. Ups. Viel Spaß. Klinkenwinkel-Wanddekoration in Form einer Mühle. Kannst du hingehen? Jo, doch, wäre auf Architektur aus. Ist es denn? Wie sieht es denn aus bei euch? Kleine Schweinchen habt ihr bereits eingereicht. Sie sind ja auch süß. Gucken wir mal, ob das da sein kann überhaupt. Hier ist so ein Gebäude. Wir sehen ein Gebäude. Dahinter ist ein Parkplatz. Das ist da eingedings. Das kannst du vom Bürgersteig aus betrachten. Da ist Wood, ein Busch nebenbei. Der Vorschlag muss auf den Bürgersteig, damit die Ingress-Spieler das Portal betreten können. Du bist ein Wandbild. Wandbild, Wandbild, Wandbild. Zack. Und kommst dann hier absenden. Viel Spaß damit. Mariensiedlung Scheid. Das ist eine Skulptur. Mariensiedlung Scheid 1920. Zack, 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 zack. Kann es da sein? Da ist so eine kleine Hecke mit so einer Grünfläche. Wie sieht denn das da aus? Da tauchen später Gebäude auf der Seite, wo das steht. Das könnte hier unten runter sein, ja. Drei Sterne. Skulptur, würde ich mal so sagen, oder bist du ein Willkommensschild? Willkommensschild, ne? Der kleine Anker. Absenden. Neuer Bahnhof Triangel. Du bist ein Bahnhof? Das wissen wir. Das sagt uns dieses Schildchen. Wir gucken uns schon mal hier die Bebauung an. Das scheint auch alles irgendwie so eine größere Baustelle zu sein. Und der wurde auch verschoben. Hier siehst du so ein langgezogenes Gebäude. Kann man hier vielleicht noch erkennen, da haben sie neu was gebaut. Sieht aus wie ein Edeka-Markt oder irgendwie sowas da oben. Da ist es runtergezogen, weil der alte Bahnhof ist hier unten. Ich hatte die Szene schon mal. Das ist da fotografiert, ist mit 4 Sternen richtig. Du bist ein Bahnhof. Da bin ich mal gespannt, ob die Leute das auf dem Dings kriegen. Ich mache das hier jetzt so, damit der Wegpunkt zur Entstehung kommt. Da hast du Bahnhof Triangel einmal schon eingereicht. Stellt sich die Frage, wird verlangt, dass gelöscht wird? Oder wird verlangt, dass verschoben wird? Und ich würde sagen, das ist ein neuer Bahnhof. Den alten löschen und einen neuen zur Entstehung gelangen lassen. Ne? Und eine Menge Leute werden das wahrscheinlich als Duplikat ablehnen und dann passiert gar nichts auf der Spieloberfläche und das frustriert die Leute. Fremdenverkehr, Schleusentempel, Anno 2003. Rums, Rums, öffentlicher Platz. Was haben wir denn da Feines? Da kann man noch ein bisschen auf so einen Kanal oder irgendwie so. Ne, das geht auch eine Straße zusätzlich lang, ist eine Wanderkarte. Kann man separat einreichen. Ne? Karte, immer Schatzkarte. Ist wohl auch schon eingereicht. Was hast du denn da Feines? Alte Wasserschläuche. Schleuse, das ist natürlich ein Hingucker. Und hier, da und da, siehst du mal. Und das ist halt der öffentliche Platz, den man da noch sehen kann. Diese Schutzhütten zu kennen, ist auch wichtig für die Leute, die zu Aktivitäten im sogenannten Draußen neigen. Von daher schön, dass wir das mit auf die Spieloberfläche holen können.
Alter Schafstall, Media Kulturkreis Worms. Worms ist eher so ein Kulturzentrum, ne? Genau. Schauen. Was bist du? Schäfer von Kläden. Ach, du bist ja, das ist der alte Schafstall. Hier siehst du doch nochmal eine Anlage, eine Parkanlage, Klädener Schloss. Das hier ist ein Treffpunkt. Das kann man einreichen. Und da soll alter Schafstall soll eine Kulturstätte sein. Da siehst du das Hackdicksbums Media Kulturkreis. Mit ganz vielen. Das ist dieses Gebäude. Oder nee, das ist jenes Gebäude. Weil wir sehen auf dieser Abbildung den alten Schafstall. Und da hast du diesen Vorbau mit diesem, mit der Fassade, die diese Kanten hat. Und das ist, und dann schließen sich erst dahinter nochmal Erker an. Und da hast du Schornstein, Schornstein. Das ist hier. Oder? Oder? Nee, weil wir sehen diese Erker hier da oben drauf überhaupt gar nicht. Ist doch hier. Die haben nämlich auch beide diese Pickeldinger. Und hier sind diese kleinen Erker, die man so sieht. Kannst du so machen, ist da. Ist dann also in diese Richtung hier runter, ne? Die Dorfstraße entlang fotografiert. Kulturzentrum. Kulturzentrum nennen wir das Ganze. Zack. Ne? Hier siehst du auch nochmal einmal Architektur zum Verorten. Ist wohl die Kirche. Das ist geschickt fotografiert, weil darüber hätte ich es natürlich sofort verorten können. Hier sehen wir die Kirche. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu nah an diesem Wegpunkt, um zur Entstehung zu gelangen, aber Kulturzentren sind High-Quality-Wegpunkte, die natürlich immer für Schulen, Bauhaus, Museen, Spielorte von Touristen. Das sind definitiv Kraftwerke. Damit wir dann noch mehr auf die Spieloberfläche von dieser Art kommen, die dann natürlich dann zu Aktivitäten anregen, die über diese Spieloberflächen hinausgehen. Das kann man ausmachen. Steinerne Sitzecke im Park. Das kann hier mit Blick auf Bach irgendwas sein. Bist du ein öffentlicher Platz, stellt sich die Frage. Duplikate haben wir hier keine weiter. Da haben wir sie, diese steinerne Sitzecke. Der Pöppel ist im Bach. Das ist nicht so toll. Wir machen dich hier. Du bist ein öffentlicher Platz, finde ich. Rums, optisch einzigartig, historisch-kulturelle Bedeutung, kriegst du 3. Wir möchten dann hier sagen, öffentlicher Platz zum Sitzen und Verweilen. Öffentlicher Platz. Rums, ne? Können wir anhand des Satellitenbildes sehr gut verorten. Machen wir dann auch so, absenden. Ich müsste mal ganz kurz gucken, wie weit ich dann heute mit meinem Krempel da bin. Das sieht mir aus wie ein öffentlicher Spielplatz, aber wir gucken erstmal, wie weit wir hier gekommen sind. 700, nee, nee, 85 hier oben. Wir hatten ja 700 vor längerer Zeit irgendwann schon mal. 85 wäre eine schöne Zahl zum Aufhören. Ja, auch 1 Stunde 17. Machen wir noch ein paar oder nicht? Oder 85, 15, nee, habe ich noch Lust? Weiß ich nicht genau. Überlegen wir mal, hier ist ein Spielplatz. Ines Foto sieht nicht so toll aus, ehrlich gesagt. Das hätte man besser in Szene setzen können. Wir gehen zurück zum Profil. Das Foto, ein öffentlicher Spielplatz so zu fotografieren, das ist sehr traurig, Leute. Macht das nicht. Dauert noch ewiglich. Ich habe eine sehr hohe Ablehnungsquote. Ich will mal ein bisschen meckern hier jetzt. Ne? Dann könnt ihr dann mal ein bisschen auch hier wohlwollend prüfen, Leute. Wohlwollend prüfen und die Leute, die sowas einreichen, die wollen diese Dinge, sofern sie in entferntesten Sinnen ein Treffpunkt sind, auf der Spieloberfläche haben. Manche Dinge sind keine Treffpunkte. Und die würden höchstens durch die Einreichung zu einem Treffpunkt werden. Man kann sich überlegen, könnte es Gegenstand einer thematischen Stadtführung sein? Man kann natürlich zu allem und jedem Scheiß eine thematische Stadtführung machen. Es gibt Dinge, da bin ich zurückhaltend, da sind andere sehr aufgeschlossen und umgekehrt. Und die, wenn man das zusammenbringt, führt das zu einer interessanten Spieloberfläche für alle, hoffentlich so dabei insgesamt. Reicht fleißig ein, beantragt Löschungen, wenn Wegpunkte insbesondere am angegebenen Ort nicht existieren, vielleicht untergegangen sind oder nie vorhanden waren. Ist ein bisschen sehr mühsam mit den Oberflächen bei Niantic da unterwegs zu sein. Ich werde weiter mal so ein bisschen schauen, dass ich meinen Krempel auf die Reihe kriege. Ich hoffe, dass alle ein schönes Osterfest gehabt haben, kann man ja noch sagen.
Und der Sommer kommt und es wird alles gut und bleibt alle gesund vor allen Dingen auch. Und dann vielen Dank das für alle Leute, die bis hierher geschaut haben. Lasst mir ein Abo da, das wäre sehr großzügig. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.